Hallo Römer-Team-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Randall's Monday im Loch. Wir sind im Loch. Wir reden mit... Ist schon offen. Schätze, die schauen ja ab und zu mal nach mir. Achso, nee, auf der Tür, ne? Ja. Murray, ich muss mit Ihnen reden. Oh mein Gott, ich richtig laut. So. Wissen Sie, eigentlich sollte hier ein Stück Seife drin sein. Keine Seife da? Oh Mann, ich rufe den Hausmeister an und lass ihn eine herbringen. Murray, ich bin mir ziemlich sicher, das hier geht nicht gerade als riesig durch. Dann muss ich dir leider sagen, dass du wohl ohne Seife klarkommen musst. So läuft das hier im Loch. Sagen Sie nicht immer Loch oder geben Sie mir wenigstens die scheiß Seife. Tut mir leid. Keine Seife für die Gefangenen, die mir eine Flasche über den Schädel ziehen. Ach, darum geht's also. Wissen Sie was? Das hätte man ja von jedem erwarten können, aber von Ihnen, Murray. Der Murray, den ich kannte, war nie so nachtragend. Ich bin sehr enttäuscht von Ihnen, junger Mann. Hey, lass das, Gefangener. Verdammt, war so nah dran. Randall ist ein Meister der Worte. Hey, Murray. Ich glaube, da hat jemand eine komische Nachricht hier auf der Wand hinterlassen. Du meinst... eine Art Geheimbotschaft? Ja, so in der Art. Von einem Virgil Hills unterschrieben. Hey, hat den nicht Steve McQueen in The Great Escape gespielt? Oh, das. Ja, wir hatten mal einen Gefangenen, der total auf den Film abgefahren ist. Er machte immer absichtlich irgendwelchen Ärger, damit wir ihn hier einsperren. Und dann hat er stundenlang mit diesem blöden Ball gespielt. Was für ein Irrer. Und was ist aus dem geworden? Nun, Sleazy hat ihm wohl ein Motorrad besorgt. Also, er ist ausgebrochen, genau wie im Film? Ja, und genau wie im Film hat er das Motorrad in einen Stacheldrahtzaun gesetzt. Aber im Gegensatz zu Steve McQueen hatte er keinen Stuntman. Er ist dabei draufgegangen. Tolle Geschichte. Hätte auch gern einen Ball. Würde alles viel erträglicher machen. Er hat den Ball dagelassen. Willst du ihn haben? Echt? Das würden Sie für mich tun? Wenn du dann eine Weile Ruhe gibst. Hier, bitte. Cool. Hey. Murray, ich muss... War noch nicht fertig, Murray. Murray, das mit der Flasche tut mir leid. Wann darf ich denn wieder raus? Entschuldigung angenommen. Aber das wird es für dich nicht angenehmer machen. Ach, kommen Sie. Sagen Sie mir wenigstens, wie lange ich hier festsitze. Junge, du steckst im Loch. Und da wird dir auch nicht gesagt, wie lange. Tatsächlich bleibst du noch ein paar Stunden länger drin als geplant. Vielleicht kommst du morgen raus oder Donnerstag. Aber ganz sicher wirst du heute keine frische Luft mehr atmen. Murray, Sie wissen ja gar nicht, was Sie anrichten. Das ist lebenslänglich für mich. Das können Sie nicht machen. Willst du mich herausfordern? Du bleibst da drin, bis ich entscheide, dass es reicht. Verdammt, Murray, ich erkenne Sie ja gar nicht mehr. Seit wann sind Sie denn so fies? Haben Sie denn die arme Ente aus dem Park vergessen? Hey, woher weißt du das? Ich weiß, dass damals ein wahrer Held vor mir stand. Aber Sie kenne ich gar nicht mehr. Du lügst. Tu ich nicht. Ich sah einen jungen Polizeibeamten mit einer glänzenden Zukunft, der alles riskierte, ein Leben zu retten. Aufhören! Dieser Mann, wie ein Superheld, der nicht wusste, welche Kräfte er entfalten kann, drückte dem armen Vieh den Brustkorb ein. Viele würden sagen, dass hier nur eine weitere arme Seele unter dem grausamen Stiefel der Gesellschaft zermalmt wurde. Aber nicht Sie, Murray. Sie doch nicht. Das reicht! Sagen Sie, Murray, wo ist dieser Held geblieben? Was ist mit ihm geschehen, Murray? Dieser Held starb zusammen mit der Ente. Genieß deine Strafe. Murray? Heulen Sie? Natürlich nicht. Es ist schon okay, Murray. Sie können mir vertrauen. Lassen Sie es einfach raus. Abgelehnt. Gefangene im Loch müssen physisch wie psychisch gebrochen werden. Das sind nun mal die Regeln. Na gut, Murray. Ich will nur, dass Sie wissen, dass Sie für mich immer ein Held sein werden. Danke. Ich hab ihn schon fast. Im Ernst, ich brauch die Seife wirklich. Insasse, ich sehe das Problem nicht, das Loch ist sauber. Toll. Ja, mein Ball, okay. Können wir den Ball in den Eimer schmeißen? Wir haben doch hier... Nee,
brauchen wir noch, glaube ich. Das stecke ich nicht in den Eimer. Das gebe ich... Okay. Wand. Bin ich Hulk oder was? What? Wenn, scheint ja im Knast gespart zu werden. Ich weiß nicht, was hinter dieser Wand ist. Da könnten ja irgendwelche Starkstromkabel verlegt sein oder so. Ich lass es lieber. Oh. Was? Einfach wieder. Ein paar Stunden später. Was ist eigentlich, wenn wir nicht schlafen würden? Würden wir trotzdem in der Zeitschleife stecken bleiben? Der Ball macht Risse in die Wand. Ich bin immer noch nicht der Hulk. Mann, warum denn nicht? Ich weiß nicht. Oh. Was? Als ob! Einfach weitermachen, wisst ihr? Einfach weitermachen. Wir müssen doch jetzt schon 8 Stunden hier drin sein, oder? Super, jetzt habe ich die Wand zerbröselt. Eine ziemlich große Mutter. Echt jetzt? Also machen wir nicht mit dem Ball weiter? Das ist heiß. Ein Rohr haben wir auch noch, okay? Bin ich Hulk oder was? Jaha. Das war ein Rohr hinter der Wand. Die kriege ich mit bloßen Händen nicht lose. Damit? So haut das nicht hin. Schade. Hey, sieh mal einer an. Hab wohl meinen Zellengenossen gedünstet. Das war ein Rohr hin. Das ist halt. Armes Vieh. Die konnte ja nicht wissen, wie es ausgeht. Da war die Ratte drin. Da war eine Ratte in dem Loch. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Armes Vieh. Ich glaube nicht, dass das jemand will. Murray, ich muss mit Ihnen reden. Im Ernst, ich brauche die Seife wirklich. Insasse, ich sehe das Problem. Kann ich noch weiter? Ich denke... Nee, nicht auf das Rohr. Jetzt sehe ich ein Rohr. Da muss ich nicht mit dem Ball weitermachen. Es gibt... Warte mal. Wenn du das für eine... Das... Vielleicht hierauf werfen? Ich... Vielleicht jetzt die Wand? Jetzt sehe ich ein Rohr. Ich hab nicht mit dem Ball raufgeklickt. Warum hat er das Gleiche gesagt? Ist nur ein Eimer mit Wasser drin. Der ist zwar vollgesaugt, riecht aber gar nicht mal so übel. Ich hoffe, das ist Wasser. Das macht... Ich... Schnaps vielleicht, warte mal. Dafür ist das nicht. Es gibt... Warte mal, haben wir den Türschlitz? Es gibt... Warum denn nicht? Das... Kannst du die Ratte mit irgendwas kombinieren? Es gibt... Nee, kann ich nicht. Echt. Einfach echt, weiter probieren, Leute. Echt. Einfach echt, probieren. Echt. Wenn du.
Wenn du Es bald, Leute. Irgendwas. Das Inventar ist so doof geordnet, ne? Also es ist cool, aber es ist halt zum Ausprobieren echt nervig. Wenn du lieber. Okay. Mit der Inschrift noch irgendwas machen oder so? Da muss. Probier einfach wieder alles aus hier. Lieb. Mit allem. Zack. Okay. Oh Leute, es ist so warm in meinem Zimmer, ne? Ihr glaubt das nicht, ey. Immer abends. Abends wird das immer richtig ätzend warm in meinem Zimmer. Das ist so anstrengend. Das ist so zum Kotzen. Den ganzen Tag über scheint die Sonne halt auf mein Zimmer. Also ich habe so eine Dachschräge. Und da scheint halt den ganzen Tag die Sonne drauf. Und das speichert natürlich die Wärme. Und abends kommt die dann nochmal richtig schön raus. Ist halt ätzend as fuck. Ach Gott, ey. Abends zu schlafen ist auch echt, das ist... Dann... Ja. Nochmal die Härte. Das ist richtig nervig. Also manchmal kann man gar nicht einschlafen bei mir im Zimmer, weil das so verdammt warm ist. So, finde ich jetzt irgendwie, kann ich hier noch irgendwas machen jetzt langsam mal so? Stimmt irgendwas mit dem Eimer, oder? Das muss nicht sauber gemacht werden. Ja. So, kann ich nicht noch irgendwas? Nein. Es hat ein bisschen nach. Achso, nein, dann gucke ich ja, stimmt. Ja, ist okay. Jetzt einmal. Einmal überall mit Rechtsklick draufdrücken, vielleicht passiert dann ja irgendwas. Ach. Deine Freunde werden dich immer in Ehren halten, aber nun verrotte. Okay. Verdammt, hier drin riecht's nach Gammelfleisch. Und ich bin's nicht, das schwör ich. Hey Murray, kommen Sie mal her. Ich weiß, dass Sie noch da sind. Was gibt's, Gefangener? Hier stinkt's. Das ist unmenschlich. Kommen Sie, Sie müssen was unternehmen. Na, ich finde, es riecht gar nicht so schlimm. Aber hier hast du etwas Seife. Reib sie dir, du weißt schon wohin. Ah, das reicht nicht. Ich muss hier raus, Murray. Abgelehnt. Der Geruch ist etwas unangenehm, das gebe ich zu. Aber das hier ist kein Wellnessurlaub, mein Freund. Da wirst du wohl mit klarkommen müssen. Verdammte Scheiße. Dachte noch irgendwas? Scheiße nochmal, Murray. Ich halte das nicht mehr aus. Lassen Sie mich bitte raus hier. Das sehe ich anders, Gefangener. Ich nehme keinen Geruch wahr, der eine Evakuierung des Lochs rechtfertigen würde. Tja, Sie sind ja auch nicht hier drin. Aber ich. Es gibt. Ah, ist ja ekliger als eklig. Meine Fresse, was für ein Gestank. Nein, mit. Okay. Ein Stück Seife. Haben wir das jetzt hier eigentlich? Ja, okay, das Stück Seife haben wir. Wenn ich das irgendwie... Ich will keine... Okay. Oh, jetzt riecht der Schwamm nach toter Ratte. Gott! Das geht, okay. Wart's nur ab, Murray. Wart's nur ab. Murray, kommen Sie her! Das müssen Sie sich anschauen!
was zum... Oh mein Gott! Was ist denn hier passiert? Mann, was zum Geier stinkt denn hier so? Ich hab's ja gesagt, das ist absolut unmenschlich. Ich kotze hier alles voll, wenn Sie mich nicht sofort rauslassen. Na gut, na gut. Ich wusste ja nicht... Hey, raus hier, du blöde Katze! Murray, ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Okay, okay, ich hab's ja verstanden. Ich glaube, du hast deine Lektion gelernt. Holen wir dich da mal raus. Ja! Oh Gott! Endlich raus aus diesem Loch! Okay, hör zu, Gefangener. Wir stecken dich für den Moment mal nicht da rein, aber das ändert nichts. Deine Grundhaltung gefällt mir nicht. Und deswegen wirst du hier nicht einfach so rumspazieren. Was soll das heißen, Murray? Problemfälle wie du müssen hier was beisteuern. Bruno ist hier Küchenchef, Box kümmert sich um die Wäscherei und du wirst der neue Gärtner. Na super. Gab's nicht noch einen langweiligeren Job? Ich will lieber ein Wächter mit einer Knarre auf dem Wachturm sein. Du tust, was man dir sagt, Junge. Na gut. Und was zum Geier soll ich machen? Nun, erstmal müssen wir rausfinden, ob du dich überhaupt eignest. Geh zum Feld, da findest du alles, was du brauchst, und pflanzt diese Samen. Mal sehen, ob was wächst. Wenn ich morgen sehe, dass es geklappt hat, hast du den Job. Morgen? Ich versuch's. Aber mit Freiluftgärtnerei kenne ich mich nicht so aus. Was soll das denn heißen? Das heißt, ich werde mein Bestes geben. Will sie nicht enttäuschen. Braver Junge. Zeig mir, dass du was anpflanzen kannst und du wirst der neue, reguläre Gärtner. Dann kriegst du sogar den Schlüssel zur Werkzeugkiste. Okay, so machen wir's. Okay, wir waren jetzt 2 Tage da drin, ne? Endlich bin ich aus diesem dreckigen Loch raus. Und ich habe eine von 4 Zutaten für die Bombe. Der Panzer, den Sleazy gestern erwähnt hat, wäre sicher auch nicht schlecht, aber ich glaube kaum, dass er den hat. Naja, kann man ja trotzdem mal schauen. Morgen, Kumpel. Hey, du nimmst dir ein bisschen viel raus, Grünschnabel. Glaubst wohl, du bist jetzt einer von den schweren Jungs, weil du mal eine Nacht im Loch verbracht hast. Mann, hab doch nur guten Morgen gesagt. Fick dich, Arschloch. Hast du unser Gespräch vergessen, kurz bevor sie mich ins Loch gesteckt haben? Na, ich glaube, daran würde ich mich erinnern. Okay, wollte nur sicher gehen. Weißt du, wo ich Frittierfett, ein bisschen Dünger und eine Handvoll Streichhölzer herkriege? Verpiss dich, bevor ich dir den Schädel mit meinem... Wo zum Geier ist mein Brecheisen? Frag mich doch nicht. Oh, Scheiße. Ich muss mir ein neues Brecheisen besorgen. Ja, na dann viel Glück. Bist du immer noch da? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Bin schon weg. Vergiss es. Okay. Hey, warum isst du denn nichts? Was geht dich das an, Grünschnabel? Verpiss dich! Ich mach mir nur Sorgen um deinen Ernährungshaushalt. Nerv jemand anderen! Ich bin nicht in der Stimmung. Was hat's denn mit der rosa Flasche auf sich? Was soll damit sein? Na, nichts. Bin bloß neugierig. Was ist denn das für ein Zeug, weil's nicht gerade wie ein Erdbeermilchshake aussieht? Das ist ein Säurebinder, Grünschnabel. Zufrieden? Jetzt schieb ab! Nee, ich meinte, was da drin ist. Schau doch mal auf dem Etikett nach. Nein. Okay, dann mache ich das. Kann ich mal? Im Leben nicht. Komm schon, Mann. Das würde mir echt weiterhelfen. Hey, du bist nur so ein scheiß Grünschnabel. Was an Schieb ab war denn jetzt so schwer zu verstehen? Ich komme wieder. Hast du eventuell Frittierfett oder Dünger? Willst du mich verscheißern? Nein. Was soll ich sagen? Nein, habe ich nicht. Also verpiss dich! Du nutzloser... Hüte deine Zunge, Grünschnabel! Sonst reiß ich sie dir aus. Meine Zunge Hallo, was ist mit und dem los? Andere Sachen. Ich geh mal lieber. Ist wohl besser. Zieh Leine! Willst du essen? Das würde ich... Okay. Noch so ein ulkiger Typ. Schachteltyp? Hä? Hey, du bist neu hier, oder? Ich? Quatsch. Ich bin schon eine Weile hier. Ich zieh's aber vor, unauffällig zu bleiben. Na, dann sind wir schon 2. Ich heiße übrigens Martin. Hey Martin, ich bin Randall. Willst du einen Zaubertrick sehen, Randall? Das haut dich aus den Socken. Ich weiß nicht.
Komm schon, Mann. Gib mir einfach irgendwas, das du nicht mehr brauchst. Und ich lasse es verschwinden. Warum muss das was sein, das ich nicht mehr brauche? Weil die magische Schachtel es für immer dematerialisiert. Es klingt wie ein ziemlich blöder Zaubertrick. Das wissen wir erst, wenn wir es ausprobiert haben. Nicht wahr? Ich habe nichts, was ich loswerden will. Ich gewöhne mich so schnell an meinen Plunder. Du hast doch sicher irgendwelchen Müll, den du nicht mehr brauchst. Aber egal, wenn du an der Macht der Magie keinen Geschmack findest, ist das dein Problem. Okay, dann mache ich mich mal auf die Socken. Bis dann. Hey, komm schon, warte mal. Sei doch nicht so. Junge, was willst du überhaupt? Ach, weißt du, alle ignorieren mich. Keiner will meinen Zaubertrick sehen. Naja, du bist doch nicht gerade David Copperfield. Ach, komm schon, lass mich nicht betteln. Bitte, ich will meine Gabe mit dem Rest der Welt teilen. Klar. Okay, mir ist gerade was eingefallen. Wie wär's, wenn du mir was im Austausch gibst? Schließlich werde ich eins meiner Items für immer verlieren, wenn du deinen blöden Trick machst. Also, ich soll dir was im Austausch geben, damit du meinen erstaunlichen Trick sehen darfst. Spinnst du? Okay, na dann. Hab eine Menge zu tun. Man sieht sich. Verdammt, warte! Ja? Na gut, du hast gewonnen. Weiß bloß nicht, was ich dir anbieten kann, mein Freund. Tja, ich kann eigentlich so alles brauchen. Okay, dann bekommst du mein magisches Medaillon. Was meinst du? Magisch? Warum ist das magisch? Wo hast du das her? Na, das lag irgendwo rum. Und dann war es plötzlich in meiner Tasche. Pure Magie. Ich glaube, so Magie. Verschieden, wie ich anfangs dachte, sind wir beide gar nicht. Ach, du begräbst auch gerne Leute bei lebendigem Leibe? Das nehme ich zurück. Also, abgemacht? Okay, wenn ich was finde, das ich nicht mehr brauche, dann bringe ich es zu dir. Und du gibst mir dein magisches Medaillon. Noch besser. Du wirst absolut verzaubert von einem obergeilen Zaubertrick. Und dann gebe ich dir das Medaillon. Klar. Wenn du es sagst. Übrigens, weißt du, wo ich ein bisschen Fett, Dünger und eine Handvoll Streichhölzer herkriege? So Sachen habe ich nicht. Und wenn ich die hätte, würde ich sie mit meiner Zauberkiste verschwinden lassen. Kennst mich ja. Eigentlich nicht, aber egal. Naja, du scheinst da was zu verwechseln, mein Freund. Wenn du was brauchst, ist Sleazy dein Mann. Ich weiß, aber ich brauche das Zeug heute noch und Sleazy kann erst morgen liefern. Und ich weiß nicht, ob es mich da noch gibt. Wie das? Willst du dich umbringen oder so? Nee, ich bin nur... Warum rede ich überhaupt noch mit dir? Weil du mich gut leiden kannst und weil du ganz versessen auf Zaubertricks bist. Natürlich. Ja, klar. Muss jetzt los. Okay, aber denk dran, wenn du mal Lust verspürst, dich von der Faszination der Illusionskunst verzaubern zu lassen, weißt du, wo du mich findest. Also was jetzt? Bist du ein Zauberer oder ein Illusionskünstler? Das ist nämlich nicht dasselbe. Das weißt du, oder? Ich glaube, Illusionskünstler gefällt mir besser. Okay, Illusionskünstler. Ich bin weg.